Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ich begrüße euch recht herzlich zum ersten Match des heutigen Quarantäne-Streams. Der gute Nils ist diese Woche am Start. Und das erste Match des heutigen Tages lautet quasi Siegfried gegen den großen bösen Drachen. Wir spielen Utopia gegen Blauäugig. Ja, viel Spaß mit dem ersten Match und dann legen wir aber mal los, oder? Ja, nehme ich auf jeden Fall den Blue-Eyes-Würfel hier. Und dann nehme ich den Lichte-Würfel, denn das Licht wird siegen. Drei. Gleich stark hier. Wird unentschieden heute. Zwei. Okay. Ja, wir sind, effektiv sind wir auch alle Sieger der Herzen, oder? Genau, dann würde ich sagen, ich fange einfach mal an. Ja, dann leg mal vor. Was passiert? Obwohl Utopia könnte er natürlich auch schnell den Garaus machen. Ja. Ja, den brauchen wir doch gleich eigentlich, oder? Ja, gleich, wenn wir Lebenspunkte abgeben müssen zum Beispiel. Mhm. Was machen wir denn? Ich aktiviere, glaube ich, erstmal den Topf der Begierden. Ja, mach mal. Das ist okay. 10. Das heißt, du verwandst die obersten 10 deine Karten deines Decks. Genau, und zieh dann 2. Ja, sehr gut. So, dann aktiviere ich den Drachenschrein. Mhm. So, ich darf jetzt einen Drachen von meinem Deck auf den Friedhof legen. Mhm. Und wenn es ein normaler Drache war, darf ich noch einen anderen Drachen. Also ich muss erstmal jetzt einen normalen Drachen auf den Friedhof legen und dann einen weiteren Drachen, wenn das ein normaler Drache gewesen ist, auf den Friedhof legen. Ja. Oh, der arme blauäugige weiße Drache, der sieht auch ganz schön mitgenommen aus. Ui. Ja, den habe ich schon, den habe ich so von früher, den musste ich jetzt spielen heute. Der ist mitgenommen leider, aber ja, der ist auf jeden Fall gut. Mitgenommen und abgenommen hat er auf jeden Fall ein bisschen am Kartenrand. So, was machen wir denn jetzt schön? Das ist schwierig. Das geht auf jeden Fall nicht. Bin ich auch nicht weiter. Ich norme, glaube ich. Ich hätte entweder auf jeden Fall die Special Summon von dem Stein. Das ist schon mal ganz gut. Ja. Nehmen wir doch mit. Sei es auch ein bisschen wehtat, muss ich sagen. Das ist halt das Risiko, wenn man halt den Topf der Begierden spielt, dass man sich dann halt brauchbare Karten hat verbannt, wenn man sie nicht in dreifacher Ausführung spielt. Ich normal die Sage mit Augen, so mit blauen Augen. Den Weisen mit den blauen Augen. Genau, und wenn die normal schon will, kann ich mir einen Level 1 Lichtempfänger von meinem Deck hinzufügen. Mhm. Das möchte ich auch ganz gerne machen, aber ich sehe, ich habe viel verbannt, das heißt, ich suche mir. Kann ich mir auch eine andere Sage suchen? Except Sage. Ja gut, dann auch. Ja, dann kann ich noch nicht mal mehr was machen. Die meisten Karten, aber nicht so gut. Die meisten Karten dürfen sich nicht selber suchen. Ah, nee. Oh, alle Ziele verbannt. Oh, das ist traurig. Das ist sehr traurig. Oh je, das ist belastend, würde für die Jugend heutzutage sagen. Naja, ich kann immer noch weglinken. Auf den guten alten Linkoribo? Linkoribo. Ah, süß. So cute. Oh Mann, das war nicht so gut. Naja, wir machen das Beste draus. Endphase triggert der Effekt vom weißen Stein. Ja, und das wird ein blauäugig Monster aus dem Deck beschwören, oder wie war das, ne? Genau. Ja. Oh, der Drachengeist ist ein Weißen. Nee. Was kann denn der gute Drache so alles? Wenn der so beschworen wird, darf ich eine Spell oder Trap von dem banishen. Mhm. Und der hat einen Schnelleffekt, falls er nicht dein Monster kontrolliert. Du kannst diese Karte als Tribut anbieten und beschwöre einen weißen Drachen von deiner Hand. Hm. Original, du weißt. Okay. Und der wird als normales Monster behandelt. Wenn er im Friedhof liegt, ne? Ja, ja, mach mal. Gut, dann mach ich mal. Ich ziehe erstmal eine Karte. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ich aktiviere als erstes mal Generation Stärke. Oder auf Englisch Generation Force. Das heißt, wenn ich dann. Achso, Mist, kann ich gar nicht aktivieren, weil ich kein Exis-Monster kontrolliere. Mhm. Da geht's schon los. Dann machen wir das anders. Weil ich keine Karten kontrolliere, darf ich meinen ZS aufsteigenden Weisen einmal als Spezialbeschwörung beschwören.
Und wenn ein Utopia Exis-Monster mit ihm als Material beschworen wird, dann erhält er einen zusätzlichen Effekt, denn wenn er beschworen wird, dann darf ich mir einen Rangsteigerungszauber von meinem Deck auf die Hand nehmen, solange es ein normaler Rangsteigerungszauber ist. Mhm. So, dann würde ich gerne als Normalbeschwörung utopische Onomato-Poesie beschwören wollen. Und diese Karte wird erstmal grundsätzlich als Zubaba, Gagaga, Gogoko und Dododo-Karte behandelt. Klingt erstmal sehr komisch, ist aber so. Außerdem, während meiner Main-Phase kann ich je ein Zubaba, Gagaga, Gogoko oder Dododo-Monster als Spezialbeschwörung von meiner Hand in die Verteidigungsposition beschwören. Aber dafür den Rest des Spielzuges darf ich nur noch Exis-Monster vom Extra-Deck beschwören. Und ich darf diesen Effekt von utopische Onomatopoesie auch nur einmal pro Spielzug verwenden. Und den Effekt würde ich gerne einmal aktivieren wollen. Das heißt nochmal? Ich darf jetzt einen Zubaba, Gagaga, Gogo oder Dododo-Monster aus meiner Hand beschwören. Okay. Und da rufe ich einmal als Spezialbeschwörung Zubaba Bancho Gagaga Handschuh. Gagaga Umhang. So. Der hat auch eigentlich ganz coole Effekte, denn ich kann ihn zum einen als Spezialbeschwörung von meiner Hand beschwören, sollte ich ein Zubaba oder Gagaga Monster kontrollieren. Und ich darf einmal pro Spielzug ein Gogogo oder ein Dododo-Monster in meinem Friedhof wenden und das als Spezialbeschwörung beschwören. Aber ich darf halt für den Rest des Spielzuges dann auch nur noch Exis-Monster beschwören. Ist aber für das Deck kein großes Problem. So, dann überlagere ich meine beiden Monster. Ja. Und rufe Nummer 39, Utopia Doppel. Super. Geht das schon wieder los hier. So, dann aktiviert sich als erstes mal der Effekt von Utopia Doppel, den er durch den aufgestiegenen Weisen bekommt. Ich darf jetzt einen Rangsteigerungszauber von meinem Deck auf die Hand nehmen. Okay. So, dann suchen wir uns Rangsteigerungszauber 6 Saalkraft. Kommt gleich S-Zero. Der ist theoretisch sogar möglich. Ich gehe gleich nochmal dran, also von daher brauchst du nicht abheben. So, dann mache ich mal weiter. Ich aktiviere als nächstes mal Generation Stärke. Das bedeutet, ich darf jetzt, wenn ich ein Exis-Monster kontrolliere, eine Exis-Karte von meinem Deck auf die Hand nehmen. Was ist eine Exis-Karte? Eine Karte mit XYZ im Namen. Ah, okay. Und da suche ich mir die XYZ oder die Exis-Änderungstaktik. Okay. Die besagt, wenn ein Utopia-Monster als Exis-Beschwörung beschworen wird, kann ich 500 Lebenspunkte bezahlen und eine Karte ziehen. Und ich darf die Karte nur einmal kontrollieren. Aber den Effekt darf ich mehrmals pro Spielzug benutzen. Mhm. Sehr interessant. Mhm. So. Dann kommt die jetzt auf den Friedhof. Dann aktiviere ich meine Exis-Änderungstaktik. Und als nächstes aktiviere ich den Effekt von Utopia Doppel. Ich hänge ein Exis-Material ab, dann darf ich mir jetzt ein Doppelt oder Nichts von meinem Deck auf die Hand nehmen und anschließend beschwöre ich ein Utopia-Exis-Monster von meinem Extra-Deck, dessen Angriffspunkte dann verdoppelt werden. Das möchte ich nicht. Den möchte ich einmal hier mit der Effekt verschleiern. Was? Ich kann nicht das Duell direkt im ersten Zug verlieren hier. Nicht? Na gut, dann aktiviere ich den Effekt von Zubaba Banshu Gagaga Umhang und möchte gerne ein Zubaba oder ein Dododo, ein Gogogo oder Dododo Monster in meinem Friedhof werden und es als Spezialbeschwörung beschwören. Okay. Und passenderweise wird utopische Onomatopoesie als genau diese Monster halt behandelt. Ja, okay. So, tada. Genau, die Effekte von den Karten werden ja nicht annulliert. Genau, ich kann da nur Exis Monster vom Extra-Deck beschwören. Ja, dann machen wir doch einfach mal weiter. Ich überlagere mal meine beiden Monster. Mhm. Und dann beschwöre ich Nummer 39, Utopia. Ja, jetzt wird es ein ganzes Ding wahrscheinlich. Jetzt möchte ich erstmal den Effekt von Exis-Änderungstaktik aktivieren und eine Karte ziehen, indem ich 500 Lebenspunkte bezahle. Okay. Hat gut gepasst. Ich mag das Geräusch. Oh, schön. Das ist gar traumhaft. Dann machen wir doch mal weiter. Ich will noch mehr. Dann bleibt Monotopia aber nicht lange liegen, denn ich nutze ihn als Exis-Material und rufe Nummer 1039 Utopia-Strahl. Den darf ich auch spezial beschwören, indem ich ein Nummer 39 Utopia als Material benutze. Er hat auch noch einen zusätzlichen Effekt, den kann ich aber nur benutzen, wenn ich 100 oder 1000 oder weniger Lebenspunkte habe. Aber ich möchte gerne erstmal den Effekt von Exis-Änderungstaktik aktivieren. Okay. Und zieh mal noch eine Karte. Das wird ja immer besser. Oh mein Gott, das wird so brutal.
Ah, das ist doch schön. Ich aktiviere Rangsteigerungszauber Sechsalkraft. Damit wähle ich jetzt ein Exis-Monster, das ich kontrolliere, und beschwöre ein Utopia- oder ZW-Monster, dessen Stufe 1, dessen Rang 1 höher ist als der Rang des gewählten Exis-Monsters. Und anschließend darf ich eine ZS- oder ZW-Karte von meinem Deck nehmen und sie anschließend, nachdem ich das Deck gemischt habe, auf mein Deck legen. Das Ganze wird auch als Exis-Beschwörung behandelt. Okay, also du beschwörst jetzt einen Rang 5. Richtig. Exis. Mhm. Genau. Und ich denke, ich beschwöre ultimativer Drachen-Utopia-Strahl. Okay. Der ist neu, ne? Der ist neu. Aber schon, wenn eine Karte oder ein Effekt aktiviert wird, der diese Karte als Ziel wählt oder wird diese Karte als Ziel von Angriff gewählt, wird schnell Effekt, du kannst diese Karte mit einem ZW-Monster von deiner Hand oder deinem Deck ausrüsten, als ob sie durch den Effekt des Monsters ausgerüstet würde. Ja, pro Spielzug kannst du ein Material von dieser Karte abhängen und dann offene Karten, die dein Gegner kontrolliert, bis zur Anzahl der ZW-Monsterkarten wählen, mit denen die Karte ausgerüstet ist, und annulliere ihre Effekte. Okay, der annulliert also Effekte. Der annulliert Effekte. So, und ich lege mir den ZW-Pegasus-Zwillingssäbel oben aufs Deck. Oh, okay. Ja, und dann aktiviert sich jetzt passenderweise wieder Exis-Änderungstaktik. Ich zahle 500 Lebenspunkte und ziehe meine Karte. Kannst du gerne noch, Warte mal, wie oft musst du dich jetzt tot zahlen? So, aber jetzt geht der eigentlich. So, jetzt beginnt nämlich der eigentliche Spaß. 13 Mal, ne? 13 Mal, ja. 13 Mal, aber. Ja. Ich aktiviere Exis-Import. Ja. Das heißt, ich wähle jetzt ein Exis-Monster, das ich kontrolliere, und ein Monster, dessen Angriffspunkte kleiner oder gleich der Angriffspunktzahl von meinem Exis-Monster sind, und hänge dein Monster als Material unter mein Exis-Monster drunter. Was? Und ich würde gerne ein Linkuribo mal kurz mopsen. Unter dem, ne? Ja. Unter den Utopia-Strahl. Das ist natürlich gemein. Dezent, aber das ist so. Damit wirst du leider leben müssen. Okay. So. Was macht der hier nochmal? Du kannst ein Material abhängen, sie hält 500 ATK und was verliert ein Monster, das generiert 1000 ATK. Diese Änderungen dauern bis zum Ende. Okay. Mhm. Bis 1000 oder weniger. Okay. Der schwingt und boostet sich. Okay. Mhm. Aber nur wenn ich ja 1000 oder weniger Lebenspunkte habe. 1000 oder weniger. Weniger als ich. Du hast ja weniger als ich. 1000 oder weniger insgesamt. Also ich darf nur 1000 Lebenspunkte oder weniger haben, damit ich diesen Effekt nutzen kann. Ja, dann ist der Effekt oder was? So ist er effektiv nur ein Beatstick. Ah, okay. So, aber jetzt geht es ein bisschen weiter. Ich verstecke meinen ultimativen Drachen-Utopia-Strahl und aktiviere den Effekt von ZW Pegasus Zwillingssäbel. Die ZW-Karten haben alle eins gemeinsam. Ich kann ein utopisches Monster mit ihm ausrüsten. Ja. Beziehungsweise ich kann einfach nur ein Exis-Monster, nur doch ein Utopia-Monster wählen, genau. Und ihn damit ausrüsten, der erhöht die Angriffsstärke des ausgerüsteten Monsters und die Angriffsstärke des jeweiligen ZW-Monsters. Also in dem Fall bekommt er jetzt 1000 Angriffspunkte obendrauf. Okay. Der ZW-Zwillingssäbel hat noch einen weiteren Effekt, denn solange er ein Monster ausrüstet, kann ich einmal pro Spielzug den Effekt von einem Monster annullieren. Okay, was du ja eh schon kannst. Der auf der, ja, genau, aber nur auf dem Feld. Und der kann halt generell Effekte annullieren, die sich auf dem Spiel halt bei dir aktivieren würden. Mhm. So, dann geht es weiter mit ZW Tornadobringer und rüste den Utopia-Strahl aus. Der gibt dem Ganzen 1300 Angriffspunkte obendrauf. Außerdem kann das ausgerüstete Monster nicht als Ziel für Karteneffekte mehr gewählt werden. Mhm. Und wenn mein Monster durch Kampf zerstört werden würde, wird stattdessen mein Tornadobringer zerstört. Mhm. Dann habe ich noch ZW Blitzklinge. Das ist einfach alles. Ich habe quasi alles. Ich rüste hier dann auch mal meinen Utopia-Strahl auch damit aus. Verstärke ich nochmal um 1200 Punkte. Jetzt kann er nicht mehr durch Karteneffekte des Gegners zerstört werden. Und sollte er durch nicht als Ziel für Karteneffekte gewählt werden. So, und sollte er durch Karteneffekte zerstört werden, dann zerstört. Ah ne, meine ZW-Karten können nicht mehr zerstört werden. So. Und sollte er durch Effekte zerstört werden, dann zerstöre ich stattdessen die Blitzklinge. Hm, okay. So, und ich habe noch ZW Azuba-Angriff. Der gibt ihm nochmal 1000 Angriffspunkte oben drauf. Und ich darf jetzt alle deine gegnerischen Monster mit dem Utopia-Strahl angreifen. Je einmal, ja. Okay. Das heißt, der hat jetzt wie viele Angriffspunkte? 4.500? 4.500 Punkte obendrauf. Und kann der on top? On top. Also ist der bei 7.000? Ja. Ui. Ja gut, das ist ja jetzt vorbei hier, ne? Battlephase. Ja. Ich greife mit dem Utopia-Strahl mal deinen Drachen an. Ja, gut. Dann nehme ich 4-5 Schaden, ne? Ja. Das war ein schnelles Duell. Ja, noch bist du nicht ganz erledigt. Ich kaufe dich noch mit 2500 Punkten direkt. Ja, gut, an. Ich krieg dann vielleicht noch und so. So, darf ich? Du hast ja jetzt alle Karten ausspielt, die hast. Ja, genau.
mit wie vielen Karten wollen Sie Ihr Bossmonster ausrüsten? Dirk, ja. Und Ernst, ausrüsten kann ich ihn immer. Den Spezialbeschwörungseffekt kann ich nur machen, wenn ich 2000 weniger Lebenspunkte habe als mein Gegner. So, ich beende meinen Spielzug. Komm, wir geben dir mal 1000 Lebenspunkte, Upside Goblin. Ja, die nehme ich gerne. So. Dann aktiviere ich die Melodie des erwachenden Drachen, heißt das, ne? Genau. Das heißt, du wirfst eine Karte ab und darfst dann zwei Drachen suchen, solange sie 2500 oder weniger Verteidigung und 3000 oder mehr Angriffspunkte haben. Genau. Ne, die müssen mindestens 3000, aber jetzt maximal 2,5 Def. Genau. So. Suchen wir uns die beiden Drachen. Mhm. Gott, die sind gar nicht so schlecht. So, du kannst einen Monster-Effekt jetzt annullieren, ne? Wie ja, war das? Zweimal effektiv. Ich kann einmal durch einen Otropia-Strahl, aber das kann ich ja nur während meines Zuges machen. Aber wegen dem Zwillingssäbel kann ich als Schnelleffekt kann ich einen Monster-Effekt annullieren, den du auf dem Spielfeld aktivierst. Und mit ihm kann ich halt quasi bis zu 4 Karten annullieren, weil ich halt 4 ZW-Karten kontrolliere. Braucht ihr jetzt einen Dark, wäre nicht schlecht. Ups. Ich versuche erstmal den Effekt zu aktivieren von meinem weißen Stein der Uralten. Ich möchte mir gerne den OG Blue Eyes zurückgeben. Dann füge dir mal der Hand hinzu, das ist in Ordnung. Okay. Dann würde ich gerne meinen jetzt alternativen blauäugigen weißen Drachen beschwören, indem ich den vorzeige. Das ist in Ordnung. So. Der kann jetzt auch nicht zerstört werden, ne? Er kann nicht als Ziel für Karteneffekte gewählt werden. Ach, kann auch nicht als Ziel gewählt werden. Der aber schon. Der schon, der ist schutzlos quasi. Der ist schutzlos. Der ist quasi schutzlos vor allem, ja. Das gefällt mir doch. Dann würde ich gerne seinen Effekt aktivieren und den gerne schießen. Ja, das ist in Ordnung. Okay. Das stört mich nicht, solange ich mein dickes Bossmonster da liegen habe. Dann beschwöre ich den weißen Stein der Wild. Kannst du nochmal schwören. Synchro. Ja. Blauäugiger Geisterdrache. Genau. Was macht denn der Gute? Der sagt, dass kein Spieler 200 mehr Monster gleichzeitig zu beschwören darf. Und einmal pro Spielzug, wenn ein Effekt oder eine Karte im Friedhof aktiviert wird, kann ich die als Schnelleffekt negieren. Und dann der zweite Schnelleffekt ist, ich kann ihn tributen, um ein jetzt Lichtdrachen-Synchro-Monster von meinem Extra-Deck in Verteidigungspositionen, außer ihn selber, zu beschwören, aber der wird während der Endphase zerstört. So. Ja, was machen wir denn Schönes? Dir fehlt nach wie vor ein finsternes Monster. Ja, richtig. Na gut, den Chaosdrachen Levian, hier kannst du trotzdem noch beschwören. Ja, aber der macht jetzt gerade nicht so viel. Außer eine Wiedergeburt effektiv. Wie viel Angriff hat der nochmal? 7000. 7000. Ja gut, man muss mit dem arbeiten, was man hat, ne? Ich beschwöre meinen Chaosdrache Levian hier. Nehme ich ihn. Sage. Und die Effektverstärkung von Banner. Darf ich mir ein Monster von meinem Friedhof zurückholen? Da möchte ich, glaube ich, drauf reagieren und den Effekt von ZW Pegasus Zwilling sehr benutzen und den Effekt von deinem Drachen annullieren. Schade. Das könnte ich ja theoretisch, wenn... er macht natürlich wieder nichts. Ach, der hat auch einen Angriff verschworen. Naja. Ich brauche, glaube ich, kein Target mehr für den Stein. Ein blaues Monster. Nee, ich habe kein Target mehr. Ja, du darfst. Oh, das ist schmerzhaft, glaube ich, jetzt für dich. Ich ziehe erstmal eine Karte. Ja gut, die brauche ich jetzt nicht mehr. Ich gehe mal in die Battle-Phase. Ich werde mal versuchen, den Effekt zu aktivieren. Da möchte ich gerne mit dem Zwillingssäbel dazwischen funken. Der ist einfach nur negiert und nicht zerstört? Der annulliert einfach nur den Effekt, ja. Aber der tribut sich ja. Ja, richtig. Das heißt, jetzt einmal weg. Ja. Okay. Puh. Ja, dann gehe ich mal in die Battle-Phase.
Und dann möchte ich gerne mit dem ultimativen Drachen Utopia-Strahl einmal den Chaos-Drachen Livian hier angreifen. Gut. Das war keine Chance. Ja gut, erste Runde lief nicht ganz so rund für dich, aber... Ach ja. Hast du noch zwei Chancen? Ja, aber noch eine Chance, genau. So, erstmal kriegst du deinen Linkorimo wieder. Ja, super. Das wäre mein Duck gewesen übrigens. Was glaubst du, warum ich mir den geklaut habe? Tja. Hat er schon gerochen. Ja. Da. War jetzt nicht ganz so erfolgreich. Wie fandet ihr denn das erste Game? Was sagt der Stream? Aber es wird ein 3-0 für Utopia, wenn es so weitergeht. Das könnte passieren. Aber du hast ja auch erste Sahne gezogen, oder? Das war schon echt heftig, ja. Wobei ich mir gewünscht hätte, nicht ganz so viele von den ZW-Karten zu ziehen, weil der Effekt von dem Utopia, also von dem ultimativen Drachen Utopia-Strahl, rüstet sich ja selber noch mit einem weiteren ZW-Monster aus dem Deck aus, also von daher. Ja, okay. Aber ja, also wenn der Utopia so ausgerüstet ist, dann wird es schon schwierig, daran vorbeizukommen. Ja. Nee, ich spiele heute jetzt keinen nicht verpflichtet. Hatte ich ja schon letztens erst gespielt, also von daher mache ich erstmal eine Runde Pause. Mit dem Deck. Muss ja auch mal andere Decks spielen, ne? Genau. So. Ja, wer soll denn das zweite Duell anfangen? Fang du mal an, dann kannst du mich nicht OTK'en. ob das so viel besser für dich ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Ist das so? Gut, dann fange ich mal an und aktiviere Onomatopoesie-Paar. Das heißt, ich darf die Karte nur einmal pro Spielzug aktivieren. Ich lege eine Karte von meiner Hand auf den Friedhof. Das tue ich mal, indem ich das Exilvertrauen ablege. Und dann darf ich bis zu zwei Karten hinzufügen, die folgende Kriterien erfüllen. Es ist ein Zubaba, ein Gagaga, ein Gogogo oder ein Dododo-Monster. Die hatten auch Spaß mit den Namen, ey. Ja. Hammer. Zungenbrecher vor dem Herrn. So, ich suche mir einmal utopische Onomatopoesie, weil der halt genau diese Bedingung hat erfüllt, weil er halt immer als genau diese vier Karten noch behandelt wird. Und ich suche mir Zubaba Bancho Gagaga Umhang. Sogar auch zwei in seinem Namen. Ja. Bla 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 bla. Mein bla 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 Deck, genau. Das Zungenbrecher-Deck. So. Dann wandern die mal auf den Friedhof. Und dann geht es weiter im Text. Ich rufe als Normalbeschwörung utopische Onomatopoesie und würde gerne seinen Effekt benutzen, um je ein Zubaba, ein Gagaga, ein Gogogo und ein Dododo-Monster potenziell, je nachdem, was ich auf der Hand halte, speziell beschwören zu können. Ist das in Ordnung? Ja, klar. Gut, dann rufe ich meine Zubaba Bancho Gagaga Umhang. Könnte sich ja sonst nichts. Nö, das ist richtig. Ich überlagere mal die beiden. Ja. Und rufe Nummer 39, Utopia Doppel. Doch, auch wieder, auch wenn du anfängst. Ja, warum nicht? Dann aktiviere ich Generation Stärke und möchte mir gerne eine Exceed-Karte von meinem Deck auf die Hand nehmen. Ja. Und was gibt es da Schöneres als die geilste Exceed-Karte, die man sich vorstellen kann? Die Exceed-Änderungstaktik. Mhm. Schon nicht schlecht, ne? Mhm. So. Ja, gerade mal nicht drei Karten damit gezogen, ne? Ja, doch. So, dann aktiviere ich mal Exis Änderungstaktik. Und dann kommt der Effekt von Nummer 39 Utopia Doppel und ich hänge mal meine utopische Onomatopoesie ab und würde mir ganz gerne ein Doppelt oder Nichts suchen und anschließend ein Utopia Exis Monster beschwören wollen. Ja, mach das. Wunderbar. Das heißt, ich suche mir die Karte. Irgendeins oder genau diese? Das Dings? Muss nur ein Utopia Exis Monster sein. Das heißt, ich suche mir Doppelt oder Nichts. Und dann werden die Angriffspunkte von dem Monster verdoppelt. Aber es kann jetzt nicht direkt angreifen. Ja, das ist okay. Dauerhaft zu verdoppeln, ne, oder? Ja, das ist permanent. Krass. So.
Frage ist, welches Utopia-Monster nehme ich denn da? Ich könnte den klassischen Utopia nehmen und dann den OTK für nächste Runde vorbereiten. Oder ich nehme einfach direkt den ultimativen Drachen-Utopia-Strahl. Der dann auch direkt doppelte Angriffspunktzahl hat. So, dann aktiviert sich der Effekt von Exis Änderungstaktik, weil ich nämlich ein Exis-Monster als Exis-Beschwörung beschworen habe. Das gilt nämlich bei dem Utopia-Doppel nämlich genauso. Jetzt haben wir noch 15. Ja. Zahle ich 500 Lebenspunkte und möchte gerne eine Karte ziehen. Ist das in Ordnung? Klar. Cool. Dann aktiviere ich meinen ZW Pegasus Zwillingssäbel. Ich kann ein Utopia-Monster mit ihm ausrüsten. Und dann, solange er ausgerüstet ist, kann ich einmal pro Spielzug den Effekt von einem Monster, der sich auf dem Spielfeld aktiviert, annullieren. So, und dann aktiviert sich auch dadurch der Effekt von ultimativer Drachen Utopia-Strahl. Ich darf ihn mit einem ZW-Monster aus meinem Deck oder meiner Hand ausrüsten, so als würde das Monster den Effekt halt auch benutzen und ihn ausrüsten. So, und dann rüste ich ihn aus mit ZW Tornadobringer. So, der Tornadobringer erhöht die Angriffspunkte von meinem Utopia um 1300, der Pegasus-Säbel um 1000. Und solange der Tornadobringer das Monster ausrüstet, kann er nicht als Ziel für Karteneffekte gewählt werden. So, dann mache ich das Megatrio mal komplett. Ich aktiviere noch den Effekt von ZW Blitzklinge und rüste den Drachen Utopia-Strahl auch noch damit aus. Damit kann er jetzt nicht mehr durch Karteneffekte zerstört werden. Also meine ZW-Karten können nicht mehr durch Karteneffekte zerstört werden. Außerdem bekommt mein Utopia nochmal 1200 Angriffspunkte obendrauf. Das heißt, er hat jetzt gerade 3500 Angriffspunkte extra. Also er ist jetzt gerade bei 5000 plus nochmal 3000? Er ist jetzt bei 5000 plus nochmal 3500 weitere. Also 3,5 sogar, also 8,5. 8,5, genau. Puh. Ja, und dann gebe ich erstmal an dich ab. Super. Ja, gut. Also doch mal ganz kurz, der kann Effekte negieren, ne? Genau, der kann aber nur während meines Zuges Effekte annullieren von Karten, so in Anzahl der ZW-Karten. Ja, dann ist das erstmal für meinen Zug erstmal egal. Genau, wenn als Ziel für einen Effekt oder ein Angriff gewählt wird, dann kann ich ihn mit einer ZW-Karte aus meinem Deck ausrüsten oder aus meiner Hand. Ja gut, angreifen möchte ich die nicht bei 8000 noch was, ne? Außer du hast irgendwie was Größeres. Und die sagen jetzt, er kann jetzt nicht zerstört werden oder die werden dann zerstört, wenn er zerstört also werden kann? Also er sagt, dass er nicht als Ziel für Karteneffekte gewählt werden kann. Ich als Ziel wählen, okay. Ja. Genau, er sagt, dass die ZW-Karten nicht durch Karteneffekte zerstört werden können. Okay. Und er sagt, dass das ausgerüstete Monster einen Monster-Effekt auf dem Feld annullieren kann. Also du hast jetzt effektiv eine Monster-Effekt auf dem Feld. Aber genau, nicht. Also eine Annullierung und den Schutz vor Zielen-Effekten habe ich. Mhm. Und wenn er zerstört werden würde durch Kampf, kann ich halt, wird er zerstört. Und wenn er durch Effekt zerstört werden würde, wird er stattdessen zerstört. Mhm. Also ich kann auch gar nicht anmelden erstmal. Genau. Ich beschwöre erstmal meinen blauen alternativen Drachen, indem ich hier den Blue-Eyes vorzeige. Das ist okay. So, der wählt natürlich wahrscheinlich auch. Ja. Dann. Ich bin Tage vom Monster. Okay, hat sich erledigt. dann aktiviere ich die gute Inzahlungnahme. Ja. Werfe meinen OG Blue Eyes ab. Zieh zwei Karten. Ja, das ist okay. So. Wie viel Arm hat der nochmal? 8500? 8500. Und wenn ich ihn angreifen würde, könntest du ihn noch mit was ausrüsten? Könnte ich mir noch eine weitere Karte ausrüsten. Und dann könnte der Push kriegen? Dann könnte er noch Push kriegen, wenn ich ein entsprechendes Monster mit ATK habe, ja. Typ blöd. Ich dachte mir, boah, voll die gute Idee, ich renne da drüber. Ah, nee, sehe ich jetzt gerade nicht. Aber wenn ich jetzt meinen Spirit Dragon gleich beschwöre, dann kannst du ihn noch damit jetzt nicht annullieren, oder? Weil der tributet sich ja dann gut. Aber der Effekt aktiviert sich auf dem Spielfeld und genau diese Effekte kann ich mit dem Säbel halt annullieren. Also alle Effekte, die sich auf dem Spielfeld aktivieren, kann ich mit dem Zwillingssäbel annullieren. Okay. Schränkt mich ein hier in meinen Möglichkeiten. dezent. Ich aktiviere nochmal Inzahlungnahme. Ja, das ist okay. Werfen wir noch einen Thunder ab. Zieh zwei. In Purple Ultra? Oder Blue Ultra? Purple, ja. Das ist Purple. Ja. Ja, gut. Und die Deckprofile lade ich morgen hoch. Oder heute Abend mal gucken. Von den Decks.
Ja, der wird nicht als normales Monster behandelt, ne? Nein, das ist wirklich nur bei dem Geisterdrachen. Bouncen kann ich den, ne? Get one target, den Bouncen wird gehen. Also nicht zielend auf die Hand zurückschicken würde funktionieren, ja. Das ist doch die Idee. Dann würde ich doch meinen weißen Stein der Legende als Aufschirm schauen. Mhm. Da ich jetzt zwei Drachen auf dem Feld habe, kann ich die beiden weglinken. Aber du kannst den Effekt auch ähnlich gehen von dem. Das ist richtig, weil er sich auf dem Feld aktiviert, ja. Dann hat sie das ja auch wieder erledigt. Schwierig. Gib mir echt die Option aus. Scheiße. Naja, gut. Ich mache eine Synchro. Warum nicht? Komm. Spirit Dragon. Okay. Für den Effekt vom Weißen Schein Legende. Den musst du sogar aktivieren, das ist nämlich kein optionaler Effekt. Ach, damit komme ich klar. Ach nee. Ist das ärgerlich. So. Ich hätte Linkurium beschwören sollen, das wäre besser gewesen gefühlt. Und dann kommt wieder Exis Import und ich klaue dir dein Monster. Tja. Ich aktiviere noch einen Trade-in, warum nicht? Kann man machen, ja. Dann zieh nochmal zwei Karten. Möge dein Deck dich ein wenig gnädiger behandeln. Jetzt so ein Evenly jetzt Match oder so, das wäre natürlich jetzt ein Traum, wenn ich sowas spielen würde. Boah, das wäre brutal, ja. Irgendwie sehe ich keine gute Option hier. Ich gebe einfach mal ab. Schauen wir mal. Okay, dann ziehe ich erstmal die Karte. Schade. Ja, ich glaube, ich werde in diesem Zug relativ bescheiden bleiben und einfach mal in die Battle-Phase gehen wollen. Okay. Und dann würde ich ganz gerne mit dem ultimativen Drachen-Utopia-Strahl deinen blauäugigen Geisterdrachen angreifen wollen. Ja, wenn ich einen Effekt annulliere, kannst du es ja eh annullieren, ne? Also deshalb lasse ich ihn jetzt einfach überrennen. Ja, doch. Weil wenn ich ihn tributen würde, habe ich halt instant verloren. Dann so. Findest du den Schaden nicht, genau. Ja, super. Super. Ja, und ja, ich verliere 39-0 hier. Nein, ich beende meinen Zug. Okay, zig. Mhm. Schwierig. Ja, das stimmt schon. Also der neue Support, der ist echt nicht zu verachten. Ich aktiviere den Effekt, weil wir jetzt Nebeldrachen. Mhm. Beschwöre ihn und einen weiteren Nebeldrachen, weil er ein Level 8 Drache ist, zufällig an Spezialstellung. Ihr Effekt ist annulliert. Mhm. Und dafür darf ich in der Runde nur noch Licht und Finsternis Drachen beschwören. Ja. Das ist okay. Da kann ich auch nichts gegen machen, was sich der Effekt hier in der Hand aktiviert. Mhm. Dann überlagere ich die beiden. Mhm. Und beschwöre meinen Nummer 97 Drachlubion. In Verteidigungsposition natürlich. Ja, dann würde ich gerne seinen Effekt aktivieren. Das bedeutet? Ich würde ein Material daran abhängen und dann jetzt zwei Nummer Xyz Monster nehmen, das eine beschwören und das andere als Material daran anhängen. Dann möchte ich gerne den Effekt von dem Pegasus Zwilling sehr benutzen und den Effekt von dem Drache Lubion einmal annullieren wollen. Nee. Scheiße. Ja, gut. Er hat das böse S-Wort gesagt. Sorry. Ist gut. Rutsch mir auch auf den Es ist gerade nur schwierig hier. Ja, dann mach mal. Dann ziehe ich meine Karte.
Ich aktiviere Exis Import und ich wähle meinen Utopia-Strahl und deinen Drachlubion. Möchte gerne deinen Drachlubion an das Exis-Material unter meinem Utopia-Strahl dranhängen. Hm. Das kann ich halt machen, weil dein Drachlubion weniger Angriffspunkte hat als mein Monster. Wählt er als Ziel? Ja, in der Welt. Da kann ich als Ziegelwelt werden. Ah, okay. Dann hast du nochmal Glück gehabt. War knapp. War eng, ja. Na gut, dann gehe ich einfach nur so in die Battlephase. Okay. Und greife mit Utopia-Strahl den Drachlubion an. Ja, dann gehe ich einfach in die Main-Phase 2, setze eine Karte und gebe an dich ab. Zig. So, jetzt habe ich ein Dark im Friedhof, den würde ich gerne verbannen, sowohl auf den Nebeldrachen wie den Nebeldrachen. Mhm. Um meinen Chaos-Drache Levianir zu beschwören, seinen Effekt zu aktivieren. Erstmal beschwörst du ihn. Ich beschwöre ihn und würde ich gerne versuchen, seinen Effekt zu aktivieren. Dann möchte ich gerne mit meinem Zwillingssäbel dazwischen funken und den Effekt von dem Levianir einmal annullieren wollen. Nein. Du zerstörst mir keine Karten. Ja, so. Hab ich den Effekt gebaitet, aber das bringt mir nicht viel. Wenn du keinen zweiten Effekt hast, um den Utopia loszuwerden, dann wird's schwierig. Thinking here. Der wählt auch wieder. Die wählen alles, das Problem. Ich sehe hier keine gute Option. Das Ziel wäre halt gut, aber nur während deiner Runde. Das heißt, du musst ja erstmal während deiner Runde erstmal einen Effekt baiten. Tja. Ja, dann. Mach du mal. Gut, aber bevor dein Zug beendet, aktiviere ich jetzt meinen Exis-Import und möchte ganz gerne den Chaosdrachen Levianir an meinem Utopia-Strahl ausrüsten. Oh nein. Oh ja. Gib mir Futter. Utopia. Dann ziehe ich meine Karte. Oh, interessant, die habe ich noch nicht gesehen bis Ende. Das wäre sogar richtig witzig. Aber nein. Ich mache es kurz und schmerzlos. Ich gehe mal in die Battlephase. Mal gucken, ob du noch irgendwas dort unten liegen hast oder nicht. Ich greife mit Utopia. Strahl dich direkt an für 8500 Punkte Schaden. Kann ich eh nicht als Ziel wählen, ne? Den kannst du nicht als Ziel wählen, nein. Ja, dann hat es erst erledigt. Ja. Macht jetzt auch nichts. Hey. Ich gebe auch zu, es tut mir ein bisschen leid. Ja, das war nichts für. Doch, ich spiele das Deck. Ja, aber effektiv. Klar, dein Deck ist besser, so ist es nicht, ne? Aber hey, einen haben wir noch. Einer geht noch. Einer geht noch. Setten. Das war noch verdeckt, das wird ein 3-0. So, hätte ich aber doppelt direkt angreifen. Ah, kannst du direkt angreifen? Nee, ne? Stimmt, ich hätte gar nicht direkt angreifen dürfen. Stimmt, ja gut, das ist passiert, ne? Das kriegen wir nicht mehr zugedreht. Ja, nee, das kriegen wir nicht mehr zurück. Verdammt. Naja, ist passiert. Ah, gut, aber ich glaube. How Brian Sound. Feier ich auf jeden Fall deine Aussage. Vielen Dank. Ach, stimmt, ja. Ich hätte gar nicht direkt angreifen dürfen. Also steht es eigentlich nur 1-0, ne? Eigentlich schon, ja, aber die Verzweiflung war so groß. Ja, ich muss mich irgendwie verteidigen hier. So, ich fange mal an, sonst liest du da wieder deine Negates, da habe ich auch keinen Spaß dran. Ich aktiviere in Zahlungnahme. Ja, bitte. Nebeldrache, zieh 2 Karten. Ich sehe Uno Color. Was? Ich sehe Uno Color. Achso. Du hast nur gleiche Sachen. Ja. Dann aktiviere ich Drachenschrein. Ja.
Oji Blue Eyes und einen Stein. Welchen Stein brauche ich jetzt gerade? Ja, ich habe eh nur einen im Deck. Den anderen gezogen. Oh. Sharim, ein magischer Zylinder hätte nicht funktioniert, da der Utopia nicht als Ziel gewählt werden konnte. Und der magische Zylinder zielt dummerweise. Ich wäre auch witzig. Dann. Aktiviere ich die Rückkehr der Drachenherren. Ja, das heißt, du darfst jetzt einen Drachen der Stufe 7 oder 8 von deinem Friedhof wiederbeleben. Das ist nett. Ja, und jetzt kann ich als Normalbeschwörung meinen weißen Stein der Legende beschwören. Das ist richtig. Und eine Synchron 9 durchführen. Mhm. Hier kommt mein blauer Geisterdrache. Ja. Ich mag ihn. So, dann aktiviert der Effekt von meinem Stein der Legende und sucht mir einen Blue Eyes. Mhm. So. Damit können wir doch erstmal arbeiten, oder? Das sieht erstmal ganz nett aus, ja. Dann darfst du. Dann darf ich? Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn, ich bin beeindruckt. Wahnsinn. Okay, wundert mich, dass du den Effekt von deinem Stein nicht aktivieren möchtest. Ja, während der Endphase natürlich. Ja. Achso. Ich wollte erstmal. Ah ja, okay, okay. was beschwören wir denn schönes? Durch den Effekt von dem weißen Stein der Uralten einmal einen bläugig Monster beschwören. Natürlich. Den Klassiker. Okay, mal gucken, ob ich da dran vorbeikomme. Ich ziehe erstmal eine Karte. Behaupten, gerade so. Ich sehe immer noch Unokolor. Ist das gut oder ist das schlecht? Ich kann was daraus machen. Ich aktiviere Onomatopoesiepa. Das heißt, ich werfe wieder eine Karte ab und darf mir dann bis zu zwei Monster hinzufügen, die zu folgender Kategorie gehören. Entweder ein Subababa-Monster, ein Gagaga, ein Gogogo oder ein Dododo-Monster. Ich trenne mich von meiner Sechsal-Erschaffung und suche mir dann mal zwei Monster. Okay. Wenn du nichts dagegen hast. Wenn da keine Aschenblüte dazwischen funken möchte. So, dann suchen wir uns Utopische Onomatopoesie und Subababancho Gagaga Umhang. Dirk ist ja Wahnsinn, warum schickt ja Nils in die Hölle, Hölle, Hölle? In die Hölle. Feier ich. In die Hölle, Hölle. Gibt's da einen Knopf für? Ah, warte, wir haben noch die schöne. Zur Verfügung gestellt von der lieben Kari. Dankeschön dafür. So, schön. Das ist doch ja, traumhaft. Ich normalbeschwöre utopische Onomatopoesie und würde gerne seinen Effekt benutzen, um je ein Subaba, Gogogo, Dododo oder Gagaga-Monster von meiner Hand zu beschwören, sofern ich sie habe. Ja. Und zwar in Verteidigungsposition. Und da kommt mein Subaba Bancho Gagaga Umhang als Spezialbeschwörung auf die Spielfeldseite. Mhm. Dann überlagere ich mal meine beiden Monster. Mhm. Und dann sagen wir einmal Hallo Nummer 39 Utopia Doppel. Da würde ich gerne drauf reagieren, würde ich sagen. Da möchtest du drauf reagieren. Womit möchtest du denn reagieren? Mit meinem Spirit Dragon. Der bietet sich selber als Tribut an. Das ist soweit in Ordnung. Ich kette aber den Effekt von meiner Nummer 39 Utopia doppelt daran an. Okay. So, das heißt, ich darf jetzt ein Doppelt oder nichts von meinem Deck auf die Hand nehmen. Dann beschwöre ich ein Utopia Exist Monster, dessen Angriffspunkte verdoppelt werden. Ja, aber es darf nicht direkt angreifen. Also ich bin Shedding 1, du bist Shedding 2. Genau, genau, genau. Das heißt, der bietet sich erstmal als Tribut. So, dann suche ich mir das Doppelt oder Nix. Oder Doppelt oder Nix. Genau. Und dann beschwöre ich mein Utopia Exis Monster und ich glaube... ist jetzt die Frage, ob ich den guten alten nehme oder ob ich da. Ach komm, nehmen wir den guten Oldschool Nummer 39 Utopia. Okay. Dann schwöre ich meinen schwarzen Rosen Mondlichtdrache und der hat den Effekt, wenn er so beschworen wird, darf ich ein Monster von dem bouncen. In dem Fall wäre das ein Utopia. Dann das ist übrigens auch, wenn du ein Level 5 oder höher
Monster beschwören. Genau. Gut, an der Aktivierung von dem schwarzen Rosen-Mondlichtdrachen würde ich gerne meinen Exis-Import einmal anketten wollen und würde ganz gerne einen Blau gegen weißen Drachen und mein Utopia als Ziel werden und einen Blau gegen weißen Drachen an meinen Utopia dranhängen, bevor ich ihn verschwinden lasse. Okay, dann lasse. Geht der da drunter und dann geht der jetzt gebounced, das heißt, der geht genau. Dann auf den Friedhof. Richtig. Das heißt, der geht ins Extra-Deck zurück und die beiden wandern auf den Friedhof. Der stirbt auch eben während der Endphase, müssen wir gleich dran denken. Stimmt, der wird ja durch den Geisterdrachen in der Endphase zerstört. Ah, der kommt in Defense. So, dann wie machen wir das denn mal? Das kann ich nicht benutzen, das kann ich alles nicht benutzen, aber ich kann das machen. Ich aktiviere meine Sexalerschaffung. Ich zeige dir eine Karte aus meiner Hand vor. Wenn ich das tue, darf ich mir jetzt ein ZW-Monster, ein ZS-Monster, eine Sexalzauber oder Falle, einen Rangsteigerungszauber oder einen Rangsenkungszauber aus meinem Deck auf die Hand nehmen und die vorgezeigte Karte muss ich anschließend ins Deck mischen. Also ziemlich alles. Quasi. Ich zeig dir mal doppelt oder nichts vor und würde mir gerne mal suchen wollen. So, dann suche ich mir einen Rangsteigerungszauber oder eine Sechsalzauber der Falle. Dann suche ich mir mein Sechsal-Vertrauen. Und das doppelt oder nichts geht wieder ins Deck zurück. Ein bisschen was kann ich noch machen. So. Dein Drache wird in der Endphase zerstört, aber dann stehe ich hier ein bisschen nackig da. Das wäre ein bisschen ungünstig. Ich aktiviere. Ich doch auch. Ja, gut, aber du hast ein bisschen mehr aus der Hand. So, ich aktiviere mein Sechsal-Vertrauen. Das heißt, ich darf jetzt ein Utopia, ein ZW oder ZS-Monster an meinem Friedhof werden und es wäre meine Hand hinzufügen oder es als Spezialbeschwörung beschwören. Okay. Und dann nehme ich doch, denke ich mal, mein Utopia-Doppel und beschwöre ihn mal als Spezialbeschwörung. Einfach so. Ja, einfach so, genau. Außerdem sollte ich 2000 oder mehr Lebenspunkte weniger haben als du. Außer dem Spielzeug, in dem die auf den Friedhof gelegt wurde, kann ich sie von meinem Friedhof verbannen und mir dann einen Sechsalzauber in meinem Friedhof wählen, außer des Vertrauens selber und ihn dann in meine Hand hinzufügen. Also ich könnte mir beispielsweise meine Sechsalerschaffung zurückholen. Aber dafür muss ich halt 2000 Punkte weniger Lebenspunkte haben als du. Okay. Ja, dann aktiviere ich Generation Stärke. Weil ich ein Exis-Monster kontrolliere, darf ich mir eine Exis-Karte von meinem Deck auf die Hand nehmen. Okay. Und da gibt es effektiv nur zwei Karten, die man sich suchen möchte. Und eine davon ist die Exis-Änderungstaktik. Rangsteigerungszauber Juggernaut-Kraft. Oh, das wäre doch mal was. Das wäre so cool. So, und meine Exis-Änderungstaktik aktiviere ich auch direkt mal. Und das heißt, wenn ein Utopia-Monster Exis beschworen wird, dann darf ich 5 Lebenspunkte bezahlen und eine Karte ziehen. Ja, mach das. Und dann aktiviere ich meinen Rangsteigerungszauber 6 Saalkraft. Das heißt, ich darf jetzt ein Exis-Monster werden, das ich kontrolliere, dann ein Utopia- oder ZW-Monster mit einem Rang höher um 1 aus meinem Extra-Decker-Spezialbeschwörung und dann eine ZW- oder ZS-Monsterkarte von meinem Deck oben aufs Deck legen, nachdem ich mein Deck durchgemischt habe. Ja. Und dann beschwöre ich jetzt in dem Fall mal was anderes, als immer nur den Utopia-Strahl. Ja, wir brauchen ein bisschen Abwechslung hier. Ja, ein bisschen was Neues. Ja, irgendwas, was nicht ganz so gut ist, bitte. Genau. Ich beschwöre ZW Löwenwaffen. Die sieht auch gefährlich aus. Dezent. So, was macht denn der Gute? Zwei Monsterstufe 5. Diese Karte kann ja nicht direkt angreifen. Okay, finde ich gut. Anderes Spielzeug, du kannst Alex von dieser Karte abhängen, füge in deine Hand einen ZW-Monster von deinem Deck hinzu. Okay, der sucht die ZW-Sachen. Mhm. Du kannst ein Utopia-Monster wählen, das du kontrollierst, rüstet das gewählte Ziel mit diesem Monster vom Spielfeld aus, erhält 3000 ADK. Ja. Während deiner Battle Phase, falls du im Spielzug ein Monster angegriffen hat, solange es mit dieser Karte ausgerüstet war, du kannst diese Ausrüstungskarte auf den Friedhof legen. Das Monster, das mit dieser Karte ausgerüstet war, kann nur während dieser Battle Phase einen zweiten Angriff gegen Monster durchführen. Okay. Ja. Der sucht ZW-Sachen. Und du legst jetzt den oben aufs Deck. Den lege ich mir noch oben aufs Deck, genau. Darf ich noch einmal abheben? Und weil ich jetzt eine Exis-Beschwörung durchgeführt habe durch meinen Rangsteigerungszauber 6 Saalkraft, würde ich gerne den Effekt von Exis-Änderungstaktik aktivieren, 500 Lebenspunkte bezahlen und eine Karte ziehen wollen. Okay. So, und Überraschung, Überraschung, das habe ich da wohl gezogen. Gut, dann gehe ich in die Battlephase und greife mit meinen Löwenwaffen einmal deinen Mondlichtdrachen an. Okay.
So, dann gehe ich in die Main-Phase 2 und aktiviere den Effekt von ZW Löwenwaffen und würde mir gerne eine ZW-Karte aus meinem Deck auf die Hand nehmen wollen, ein ZW-Monster. Okay. Und dann nehmen wir den ZW Pegasus Zwillingssäbel. Ey, der gefällt mir gar nicht. Diesen Cosmic Cyclone wäre so nice. Tja, und dann beende ich meinen Zug. Du kannst ihn gar nicht erst aktivieren, das ist nett. Kann ich ja gar nicht, ich kann ein Utopia-Monster ausrüsten. Ah, und der ist kein Utopia-Monster. Ah, okay, das ist ja nett, das ist sehr nett. Ja, ich weiß. Gefällt mir sehr gut. Ich beschwöre meinen blauigen Alter. Stimmt, ich hätte gar nicht durch Taktik ziehen dürfen. Das geht ja nur für Utopia-Monster. Das ist kein Utopia-Monster. Okay, dann bleibt der eine oben aufs Deck. Und ja, dann kannst du jetzt trotzdem suchen, aber dann bleibt der im Deck. Genau, ich lege den Sage-Hut aufs Deck und da muss ich sowieso noch einmal durchmischen. Genau. Und dann kriege ich die 5 Lebenspunkte auch wieder. Ah, da muss man halt aufpassen. Ja, so Kleinigkeiten, ne? Ja, ja. Schwierig. Sieht halt auch aus wie ein Utopia-Monster, gerade weil die ZW-Sachen ja sucht. Ne? Ja, und weil ein Utopia-Monster drauf abgebildet ist. Ja, genau. So, alles wieder repariert. So, das heißt, ich darf weitermachen. Das heißt, ich zeige dir den Blue Eyes vor, beschwöre meinen alternativen weißen Drachen. Ja. Ich würde gerne seinen Effekt aktivieren und gerne den zerstören. Ja, da habe ich leider keine Einwände. Ha, sehr nice. So. Hm. Dann. Nochmal nicht meine Sage. Hat hier einen Effekt. Ja, und dass der Level 1 Lichtempfänger von deinem Deck auf die Hand nehmen. Genau. Nehmen wir den weißen Stein der Uralten. Wolltest du mich jetzt steinigen? Ja, genau. Ich habe ganz viele Steine dabei hier. Synchro 9. Mhm. Obwohl, ah, nee, darf ich angreifen. Darf ich nicht angreifen, von daher war das schon okay. Das war okay. Okay. Da ist der Geisterdrache. Ja. Aggressiver Geisterdrache. So. Die Melodie. Das erwachende Drachen, jawohl. Ja, für den. Darf ich den Stein ab? Ja, doch, ich werfe den Stein ab. Mhm. Muss ja in der Endfest gleich dran denken. So, jetzt suche ich mir 2 3000er Drachen. Mhm. Das könnte jetzt ein wenig wehtun, glaube ich. Ja, ich glaube erst nächste Runde. Ich nehme mir Levianir und Alternative für nächste Runde. Mhm. Dann Alternative kann ich sogar noch beschwören, ne? Machen wir das doch. Ich glaube, beschwören war ja. Also den kann ich beschwören? Den Levianir, ja. Genau. Dann verbann mal 3 Lichtmonster. Genau. Alternative macht nicht mehr viel. Moonrise kann weg und der Drache. Mhm. Aktiviere seinen Effekt und hole meinen Boss zurück. Ja. Also jetzt darf der nicht angreifen, die beiden dürfen aber angreifen. Ja. Ich kann die aber noch überlagern. Oh oh. Ich habe eine böse Befürchtung. Das kann ich jetzt eigentlich sogar machen, ne? Ich kann die überlagern. In Drachovia. Mhm. Dann seinen Effekt aktivieren. Das ist vollkommen in Ordnung. Und dann den runterlegen unter den Monadrachen und der hat den Effekt, der kriegt 1000 Punkte für jedes Xyz. Für jeden Xyz-Rang auf dem Spielfeld. Rang auf dem Feld. Genau, das heißt, der ist 8, der ist 1. Mhm. Der hat 9000 Angriffspunkte, würde ich dich gerne mit 9000 treffen. Dafür musst du seinen Effekt aber vorher aktivieren, Kollege. Ich muss ihn aktivieren? Ja. Sonst hat er nämlich 0 Angriffspunkte. Dann machen wir das doch. Dann bitte richtig. Oh. Ja, du hast recht. Ja, sollte man vorher tun. Ja, gut. Gut, das heißt dann nochmal, der Rache greift mit 9000 Punkten direkt an. Da macht den Ehrensieg rausgeholt. Ja, ganz knapp, war knapp. Ja, das war das Matchup blauäugig gegen Utopia. 2-1 für Utopia in dem Fall. Ja, das war unser erstes Match des heutigen Quarantäne-Streams. Wir machen jetzt ein bisschen Pause, quatschen kurz mit dem Chat und dann sehen wir uns hoffentlich zum zweiten Duell dann wieder. Macht's gut. Bis dann.